Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um das Thema Sonnenaufgänge gehen und ich gebe euch einfach ein paar Tipps dazu. Viel Spaß damit. Wir sind gerade vor dem Bode-Museum in Berlin und wir haben richtig Glück mit dem Sonnenaufgang, denn wenn du dir mal den Himmel da anschaust, ist es unfassbar. So einen Sonnenaufgang bekommt man nicht oft im Jahr und da muss man natürlich Glück haben, dass man da genau in diesem Zeitpunkt gerade draußen ist. Ich möchte dir jetzt hier noch ganz kurz zeigen, wie ich arbeite mit meinen Kameraeinstellungen. Ich habe die Kamera hier auf ein Stativ gepackt, denn wenn wir in der Nacht oder beziehungsweise wenn es noch dunkel ist, anfangen zu fotografieren, dann brauchen wir natürlich Belichtungszeiten von ungefähr 8 Sekunden und da ist ein Stativ unbedingt notwendig, um die Kamera ruhig zu halten. Meine Blende habe ich wieder auf 8 gestellt und bei ISO 100 bin ich, um die bestmögliche Bildqualität zu haben. Und meine Belichtungszeit passe ich dann natürlich dementsprechend an. Wenn es jetzt heller wird, dann wird die Belichtungszeit dementsprechend immer kürzer. Ich fotografiere auf jeden Fall immer im manuellen Modus, einfach damit ich da selber die volle Kontrolle über das Bild habe. Und außerdem nutze ich auch meine Bracketing-Funktion, um hier eine Belichtungsreihe zu erstellen. Dazu habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht. Packe ich euch hier unten auf jeden Fall auch nochmal in die Videobeschreibung. Den ersten Tipp, den ich dir geben möchte, ist die Jahreszeit. Wähle die gut aus, denn je nachdem, ob du Früh- oder Spätaufsteher bist, kann das schon einen gewaltigen Unterschied machen. Wenn du im Sommer den Sonnenaufgang fotografieren möchtest, dann musst du sehr, sehr früh aufstehen, teilweise schon um 3:30 Uhr in der Nacht, um dann rechtzeitig zum Sonnenaufgang da zu sein. Wir nehmen dieses Video jetzt gerade hier Ende November auf, das heißt, wir sind schon relativ spät aufgestanden. Trotzdem hat bei mir um 5 Uhr der Wecker geklingelt, damit ich dann rechtzeitig hier am Ort war. Natürlich ist es auch so, dass man morgens zur blauen Stunde oder dann auch zur goldenen Stunde, wenn die Sonne nach oben kommt, viel weniger Lichter in der Stadt hat und wenn du Landschaften fotografierst, natürlich auch viel weniger Licht da ist, wenn da irgendwo noch ein paar vereinzelte Häuser stehen. Da die Menschen natürlich morgens eher schlafen, abends, wenn die Sonne untergeht oder dann die blaue Stunde anfängt, da ist überall in den Wohnungen und in den Häusern Licht und dementsprechend kann das natürlich auch schöner aussehen. Da muss man immer so ein bisschen abwägen, was man gerne hätte. Auf der anderen Seite sind morgens natürlich auch viel weniger Menschen unterwegs in der Stadt und dementsprechend, wenn du lieber Orte fotografierst, wo keine Menschen drauf sind, wo keine Touristen im Weg sind und so weiter, dann bietet sich der Morgen natürlich für dich an. Wichtig ist auch die richtige Kleidung, die du mitnehmen solltest. Du siehst jetzt hier, ich trage eine Winterjacke, habe Handschuhe an und so weiter und normalerweise auch eine Mütze. Heute geht es eigentlich sogar, aber jetzt gerade im Winter ist es natürlich schon so, dass du auf jeden Fall gute und wetterfeste Kleidung mithaben solltest. Denn gerade am Morgen ist es noch sehr, sehr kalt und da kann es schon dazu kommen, wenn du länger an einem Spot stehst, dass es dir dann richtig kalt wird. Und dementsprechend nimm dir auf jeden Fall Handschuhe mit. Ich habe jetzt hier Handschuhe, die direkt fest anliegen an der Hand und dementsprechend kann ich auch so damit komplett noch die Kamera bedienen und sie sind sogar touchscreenfähig. Das heißt, ich kann damit sogar mein Smartphone nebenbei noch bedienen und habe keine Probleme. Sollte man sich auf jeden Fall zulegen, sind so ungefähr 10 bis 15 Euro, die man da ausgibt, aber es lohnt sich definitiv. Dann muss man natürlich noch beachten, man kommt hier in völliger Dunkelheit an. Dementsprechend sollte man etwas dabei haben, was Licht macht, um dann den richtigen Spot zu finden. Entweder man nimmt sich eine Taschenlampe mit oder aber auch jedes Smartphone hat inzwischen ja eine eingebaute Taschenlampe mit drin. Die reicht dafür dann völlig aus. Und dann kannst du dir hier in der Dunkelheit deinen entsprechenden Spot suchen und deine Fototasche richtig bedienen. Also da sollte man auf jeden Fall was mit dabei haben. Dunkelheit, das ist schon der richtige Stichpunkt auch für meinen letzten Tipp und das ist, kenne deine Komposition am besten schon einen Tag vorher. Denn wie gesagt, du kommst in der Dunkelheit an, du weißt nicht so recht, wo was ist vielleicht und dementsprechend sollte man auf jeden Fall die Location vorher schon mal irgendwie gescoutet haben. Du solltest dich auskennen irgendwie an diesem Ort, damit du dann weißt, wo du dich platzieren musst. Denn in der Dunkelheit ist es relativ schwierig, dann noch viel an der Komposition zu ändern. Natürlich kann man das machen, aber gerade morgens hat man relativ wenig Zeit. Man möchte natürlich auch nicht zu früh da sein und dementsprechend solltest du deinen Spot schon sehr gut kennen und wissen, wo du deine Kamera positionierst. Das ist auch noch ganz wichtig, dass du auf jeden Fall früh genug da bist. Wir waren jetzt ungefähr eine Stunde vor Sonnenaufgang da, haben alles aufgebaut, haben alles eingestellt. Dann ungefähr eine Stunde, bevor die Sonne wirklich aufgeht. Also hier stand jetzt im Wetterbericht, um 7.40 Uhr geht die Sonne auf. Wir waren um 7:15 Uhr da, das heißt eine knappe Stunde vorher und hatten so die Zeit,
alles noch richtig aufzubauen und dann auch wirklich von vorne bis hinten den kompletten Sonnenaufgang mitzunehmen. Denn Sonnenaufgang im Wetterbericht heißt nicht, dass die Sonne anfängt oder dass der Himmel anfängt rot zu werden, wenn die Sonne aufgeht, sondern das passiert ungefähr eine Stunde vorher. Der Sonnenaufgang, das bedeutet dann, dass die Sonne in dem Moment über den Horizont kommt. Und das ist ja jetzt hier in dem Moment noch gar nicht der Fall. Der Himmel sieht schon mega geil aus, aber die Sonne ist noch nicht oben. Ja, das waren meine Tipps zum Thema Sonnenaufgang. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du Fragen dazu hast, dann kommentiere auf jeden Fall unten in der Kommentarfunktion. Ich hoffe, ich kann dir jetzt gleich hier noch das Ergebnis von heute einblenden. Es sieht mega fett aus. Ich hoffe, am Rechner sieht es dann nachher auch so aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Fotografieren und bearbeiten deiner Fotos. Ciao.